Wir sind in 11 Länder. In 9 Länder sind wir Nummer 1 oder Nummer 2. Das ist wichtig, im Einzelhandel eine große Position zu haben. Aber in Consumer Elektronik, der Markt bleibt sehr fragmentiert. Mietimmobilien oder eigene Immobilien? Ich nehme an, die Frage, wie da so die Mischung ist und welche genau Geschäftspolitik Allgemeinsekonomie hier verfolgt. Einfache Antwort: Wir besitzen nichts. So, wir mieten alles. Das war immer die Strategie des Unternehmens, Asset-Light-Modell zu haben. Deswegen, wenn Sie unsere Finanzschulden gucken, Sie werden merken, wir haben keine Bankschulden. Wir haben, Hauptsache, diese Mietverpflichtung. Amazon, ein Teilnehmer, führt an. Natürlich zu Recht auch, dass Amazon immer größer, immer beliebter wird. Und die Frage, wie sieht Ihre Strategie aus, sich gegen Amazon zu behaupten? Gewinnen Sie aktuell relativ zum Amazon-Umsatz in Europa Marktanteile oder verlieren Sie Marktanteile? Nochmal hier auch die Frage. Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Heute gibt es mal wieder eine unserer genialen Unternehmenspräsentationen, Deep Dive, ein Unternehmen ausführlich kennenlernen. Zu Beginn haben wir immer eine Präsentation seitens der Gesellschaft und dann kommt die Q&A-Session, interaktiv, lebendig, und ihr könnt hier auch lebendig mitmachen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, unseren Kanal abonniert und natürlich fleißig mitkommentiert. Lasst uns eure Meinung zu dem Unternehmen wissen und abonniert unser Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen dann gerne auch mal live mit dabei sein und auch Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video. Dankeschön. So, guten Abend allerseits. Ich freue mich für das zweite Mal hier zu sein. Ich habe, wie gesagt, eine kurze Präsentation mitgebracht. Wir werden kurz nochmal erläutern, wer wir sind, Ceconomy oder klar Mediamarkt Saturn, welche Ziele wir haben, was haben wir bis jetzt umgesetzt. Und dann werden wir kurz über unsere zweites Quartal, die wir am 15. Mai veröffentlicht haben. So, wir fangen gerade an mit wer wir sind. Klar, wir sind bekannt unter dem Namen Mediamarkt und Saturn und auch Media World in Italien. Sie kennen uns klar aus Deutschland. Deutschland ist unser Heimatland, um Ihnen ein Gefühl zu geben. Das ist 50% unserer Gruppenumsatz. Aber wir sind nicht nur in Deutschland. Wir sind in 11 Länder vertreten, wie Sie auf die Karte sehen könnten. Und wir haben noch eine Verbindung zu Frankreich, weil wir ungefähr 24% Beteiligung an der französischen Consumer Electronic Retailer Fnac Darty. Wie Sie sehen aus diesem Slide, wir sind im Store, aber wir sind online. Wir hatten letztes Jahr 5 Milliarden Umsatz online. Und auch wir haben sehr viele Kundenkontakt mit über 2 Milliarden. Das ist auch sehr wichtig. Behalten Sie diese Kundenkontakt im Kopf, weil wenn wir über unsere neue Geschäftsfelder reden werden, Sie werden sofort verstehen, warum diese Kundenkontakt so wichtig für uns sind. Wie schon vorher angekündigt, wir sind in 11 Länder. In 9 Länder sind wir Nummer 1 oder Nummer 2. Das ist wichtig, im Einzelhandel eine große Position zu haben. Aber in Consumer Elektronik, der Markt bleibt sehr fragmentiert. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich Deutschland nehme. In Deutschland, wir sind Nummer 1 mit Marktanteil, die leicht über 20% sind. So, der Markt ist sehr fragmentiert. Und das sehen wir in alle die Länder, wo wir vertreten sind. So, Sie können hier auf dieses Slide unsere Wettbewerb sehen. Sie werden nicht überrascht sein. In Deutschland, hinter uns sitzt Amazon und danach zum Beispiel kommt Expert. Bevor Sie fragen, welche sind die zwei Länder, wo wir nicht Nummer 1 und Nummer 2 sind, dann kann ich das sofort sagen. Das handelt sich um Polen und um die Schweiz, aber da arbeiten wir sehr hart, um unsere Situation zu verbessern. Weil, wie ich vorher angekündigt habe, das ist auch gut, wenn man Nummer 1 oder Nummer 2 ist, weil damit hat man auch mit der Industrie bessere Verhandlungspositionen. So, die Zusammenfassung für dieses Slide ist klar, wir sind Marktführer in Europa.
Jetzt, was ist unser Ziel für diejenigen von Ihnen, die schon zugehört haben im Dezember? Sie werden das erkennen, weil klar, es geht jetzt um Strategie. Und die Strategie von einem Unternehmen besteht für mehrere Jahre. So ist klar, dass er sich nicht geändert seit Dezember, das letzte Mal, wo ich geredet habe. Aber wir haben schon viel Fortschritte gemacht. So, der erste Punkt, den ich Ihnen hier zeigen möchte, ist klar Wachstum. Wir sind in einem Markt, der Consumer-Elektronik-Markt, wo wir auch Wachstum sehen. Wir sehen, dass die Kunden mehr nachhaltige Produkte kaufen wollen, Energieeffizienzprodukte, wenn sie eine neue Waschmaschine oder einen neuen Kühlschrank kaufen. Sie kaufen auch mehr Premium-Produkte und auch kommt neue Kategorien, die uns neue Wachstum geben. Sie zum Beispiel, um ein Gefühl zu geben, kommen bald auf den Markt die neue Laptop mit KI. Wir sind auch vorbereitet. Microsoft hat der neue Copilot rausgebracht und diese Laptop werden 2.11. dieses Jahr zur Verfügung stehen und wir erwarten auch von dieser Art von neuen Produkt auch zusätzliche Wachstum. Wir verkaufen auch Dienstleistungen. Da werden wir ein bisschen später in der Präsentation darüber reden. Das nennt man bei Syconomy Service und Solution. Aber klar, die Idee ist zu sagen, wir sind in einem Markt, wo wir Wachstum sehen und wir verkaufen nicht nur Produkte, wir verkaufen auch Dienstleistungen. Auf diese nächste Slide, Sie sehen, dass wir Omnichannel sind. Was bedeutet das in unserem Jargon? Das bedeutet, dass wir klar Geschäfte haben. Wir haben ungefähr 1000 Stores, Mediamarkt Saturn oder Media World, aber wir sind auch online. Wir haben als Ziel, ungefähr 30% unseres Umsatz online zu haben bei 25-26. Online präsent zu sein, das bedeutet, wir können viel mehr Produkte anbieten als im Store. Wie Sie sehen, wir können bis 1 Million Produkte anbieten. Darin spielt die Marketplace eine große Rolle. Ich werde ein bisschen später darüber reden. Wir sehen, dass die Kunden oft online bestellen, aber im Store abholen. Sie können das innerhalb 30 Minuten machen. Und wir sehen, dass ein Drittel unserer Kunden nutzen auch diese Gelegenheit, online zu kaufen, aber im Store abzuholen. Wenn man nur die Stores guckt, unser Ziel ist, die zu modernisieren auf der Gruppenebene. Wir sind jetzt bei 50%. Unser Ziel ist, fast alle bei 25, 26 modernisiert zu haben. Und was wir haben auch verschiedene Formate. Sie kennen alle die Core-Format, das ist die Mediamarkt, die außerhalb der Städte sind. Da sind wir zwischen 1200, 3500 Quadratmeter Präsenz. Wir haben auch ein paar sehr große Stores, das nennt man die Lighthäuser. Ob das die Stores, die viel größer sind, wo wir sie viel Shop-in-Shop sehen. Das heißt, wir vermieten in diese Store Fläche für die Industrie. Das heißt, Sie werden einen Dyson-Store sehen, einen Samsung-Store zum Beispiel. Diese Stores sind hauptsächlich in der Hauptstädte. Es gibt einen in Deutschland in Berlin und im September werden wir ein zweites Lighthouse in Deutschland aufmachen, in Hamburg. Wir haben auch kleinere Stores. Unsere ganz kleinen Stores heißen Smart. Sie sind zurzeit hauptsächlich in Italien. Das ist Store, wo Sie eher Beratung oder Pickup machen können. Und dazwischen haben wir Express-Store. Sie sind zwischen 400 und 1100 Quadratmeter. Diese Express-Store sind sozusagen eher im Retail-Park. Das heißt, sie sind nicht standalone, sie sind im Retail-Park. Das ist eine Zwischenfläche zwischen die Smarts und die Cores. So wie Sie sehen, wir versuchen, nah an den Kunden zu sein. Und unser Ziel ist ein bisschen weg von dieser One Size Fits All, so ein Store, die für alle passen, das heißt unsere Core Store. Und wir passen uns an, um näher an den Kunden, entweder in der Städte oder im Retail Park zu sein. So wichtig für uns ist diese Idee, dass wir Stores und online haben. Wir denken aber nicht getrennt innerhalb des Unternehmens. Wir denken immer zusammen als Omnichannel. Wir folgen der Kunden, egal wo er Produkt kaufen möchte, sei es im Store oder online. Jetzt, das geht um die Strategie. Diese Slide, hoffentlich werden Sie das erkennen. So, worum geht's? Das geht ganz einfach, dass umzuwachsen, um mehr profitabel zu werden, haben wir uns entschieden, in neue Wachstumsfelder zu gehen. So, auf dieser Slide, Sie sehen diese Basis, das heißt Retail Core, das heißt diese Omnichannel-Geschichte, was wir gerade erzählt haben, dass wir Stores haben, dann online, aber dazu haben wir 5
Wachstumsfelder, die sehr wichtig ist für die Profitabilität in die Zukunft. Der erste Feld ist Service und Solution. Ich werde ein bisschen später erklären, was genau dahinter steckt. Das ist die Dienstleistung, die wir an den Kunden verkaufen. Der zweite Building Block ist Marketplace. Marketplace bedeutet, dass wir bieten externe Verkäufer auf unsere Webstore deren Produkte zu verkaufen und dafür wir kassieren eine Kommission. Die Marketplace ist ein Begriff, die viele Online-Retailer nutzen. Amazon zum Beispiel hat auch eine sehr starke Marketplace. Die Marketplace ist für uns wichtig aus verschiedenen Gründen. Erstens, sie ist sehr profitabel, das ist ein Commission-Based-Geschäft. Zweitens, die Produkte haben wir nicht in unserem Lager, sodass wir tragen dieses finanzielle Risiko nicht. Und drittens, das verbessert auch den Kundentraffic auf unsere Webshops. So, das ist auch für uns ein sehr, sehr interessantes Geschäftsfeld. Der dritte ist unsere Private Label, das heißt unsere eigene Marke. Wir sind auch zum Teil Hersteller. Wir haben 4 Marken. Sie haben die vielleicht im Store schon gesehen. Unsere Marke heißt König, Easy, Peak und OK. So, was wir da machen, wir erstellen die Produkte selbst unter diese Marke. Wir bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Kunden. Und unser Ziel ist, diese Marketplace-Penetration zu erhöhen auf dem Weg zu 25, 26, weil klar, wir verdienen mehr Geld, wir haben eine höhere Profitabilität bei eigener Marke als bei Markenprodukt. Der vierte Building Block ist Space as a Service. Das habe ich vorher schon ein bisschen angesprochen mit dem Beispiel mit dem Store-Format Lighthouse. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im großen Store wir vermieten Fläche für die Industrie und da bekommen wir Miete. So, das ist auch sehr profitabel und das ermöglicht uns, die Quadratmeter, die wir manchmal ein bisschen zu viel haben, besser zu erwirtschaften. Und der letzte Punkt ist Retail Media. Retail Media, das geht um Online-Advertising. Das heißt, auf unserem Webshop, wir können verschiedene Produkte an der Industrie verkaufen. Zum Beispiel, es ist ein bisschen Jargon, aber Sie werden sofort verstehen, worum es geht. Es gibt ein Produkt, das heißt SPA, das heißt Sponsored Product Ad. Sie haben bemerkt, wenn Sie online gehen, sei es bei Amazon oder bei uns, Sie merken, dass oben steht ein Produkt, wo steht Sponsored. Die Industrie muss klar bezahlen, um da oben auf dieser Seite zu sein. Die Industrie kann auch bezahlen, dass wir die Marke in den Vordergrund stellen. Das ist auch ein Produkt, wo wir Geld verdienen. Aber es geht auch um Daten. Und deswegen, ganz am Anfang hatte ich Ihnen gesagt, wir haben mehr als 2 Milliarden Kundenkontakt und das ist wertvoll. Warum? Sie haben gesehen, wir sind in 11 Ländern. Das heißt, in Europa, die Industrie kommt an uns nicht vorbei. Und da wir die Kundendaten haben, wir können... Wir nutzen diese Daten, um die Industrie zu helfen, besser in Marketing zu sein. Das heißt, wenn ich ein Beispiel nehme, ein Samsung zum Beispiel, kann eine Kampagne führen, online und offline, das heißt auf dem Webshop oder im Store und kann dann mit unseren Daten, die alles anonymisiert sind, kann prüfen, wo ist das besser gelaufen. Und die Industrie mag das, weil es ist für die wichtig zu verstehen, wie der Kunden sich verhält, online und offline. Und wir sind die Einzige, die ein Kundenverhaltenmuster zeigen können über 11 Länder. Und das fällt auch unter Retail Media, das ist alle diese Datenanalyse, die dahinter steckt. Und wie gesagt, das ist auch ein von unserer sehr wichtigen Geschäftsfeld. So, jetzt sehen Sie, wir haben unser normales Brot- und Buttergeschäft, könnte man sagen. Das ist Retail Core, aber wir haben auch diese 5 Geschäftsfelder. Und was haben wir gemacht? Wir haben ganz klare Ziele gesetzt hinter jeweils diese Geschäftsfelder. Sie sehen auf diesem Slide die Ziele für 25, 26, die wir gesetzt haben. Ich werde nicht durch alle Ziele gehen, aber diese Ziele sind wichtig, um für uns mindestens 500 Millionen Adjusted EBIT zu erwirtschaften in 25, 26. Und wir verstecken uns nicht, dass es jedes Jahr geben wir die Zahl hinter alle die KPI, die Sie auf diese Slide gehen. So, es gibt diese 9 wichtige KPI auf die linke Seite und dann die weitere KPI auf die rechte Seite. Und jedes Quartal machen wir qualitative Comment über die KPI und sagen wir,
was gut gelaufen ist, was weniger gut gelaufen ist und wo wir uns mehr anstrengen müssen. So, ich denke, wir sind da sehr, sehr, sehr transparent über die verschiedenen Maßnahmen, die wir ergreifen, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn man jetzt alle diese Ziele, die ich Ihnen gezeigt habe, jetzt in Zahlen zusammenfasst, was bedeutet das? Das bedeutet, dass bei 25, 26, wir wollen unsere EBIT verdoppelt als mehr als 500 Millionen, das sehen Sie. Und Sie sehen genau, wie wir das erreichen wollen. Wir wollen eine höhere Bruttomarge, wir wollen die Kosten ungefähr stabil haben, wir wollen ungefähr 300 Millionen investieren jedes Jahr und wir wollen einen Free Cashflow von ungefähr 200 Millionen. Wir sind sehr optimistisch, dass wir diese Ziele erreichen werden und Sie werden verstehen, warum, wenn wir in ein paar Minuten über den zweiten Quartal reden werden. Die Wachstumsfelder, die ich vorher genannt habe, haben nicht alle der gleiche Impact für unsere Ziele. Und Sie sehen hier, dass der größte Impact wird kommen von Service und Solution, diese Wachstumsfeld. Und die anderen Wachstumsfelder haben ungefähr der gleiche Impact. So, jetzt stellt sich die Frage, was versteckt sich hinter Service und Solution? Und diese Slide zeigt ganz klar, was sich dahinter versteckt. Da versteckt sich viele verschiedene Dienstleistungen, zum Beispiel Versicherung und Garantie, Telekommunikation, weil Sie wissen, bei Mediamarkt kann man Telekom-Verträge abschließen, Power Service, das heißt, wir installieren die Produkte bei dem Verbraucher, wir reparieren auch die Produkte, Finanzdienstleistung, Sie können bei Mediamarkt sozusagen in Rate bezahlen, das ist Finanzdienstleistung, Consumer Financing nennt man das. Und wir haben vier Nachhaltigkeitsprodukte oder Dienstleistungen. Das ist Reparatur, was ich auch vorher angesprochen habe. Aber auch bei Mediamarkt Saturn können Sie Secondhand-Produkte kaufen, so Produkte, die ein zweites Leben haben, die refurbished wurden. So, diese Felder und die Summe von all den Produkten wird richtig für uns der Treiber hinter der Profitabilität. So, jetzt möchte ich kurz über den zweiten Quartal reden, die wir veröffentlicht haben am 15. Mai. Und ich habe jetzt klar ein Slide, um das zu erklären. Vorher möchte ich nochmal sagen, Sie haben vielleicht bemerkt, unser Kurs ist sehr, sehr gut gelaufen seit dem 13. Mai. Ab dem 13. Mai haben wir eine Ad-Hoc-Mitteilung rausgebracht. Was ist da passiert? Wir hatten früher als Wachstum keine Zahlen genannt. Wir haben gesagt, wir erwarten ein leichtes Umsatzwachstum und ein starkes EBIT-Wachstum. Wir haben uns entschieden, die EBIT-Wachstum zu quantifizieren und wir sehen für das Jahr, Jahresende ist September für uns, wir sehen ein Adjusted EBIT im Bereich zwischen 290 Millionen und 310 Millionen. Und da wir ein börsennotiertes Unternehmen sind, wir müssen bestimmte Regeln folgen von der BaFin. Und da die Erwartung der Analyst tiefer war als diese Zahl, wurden wir gezwungen, und das ist normal, eine Ad-Hoc-Mitteilung rauszubringen, das sofort am Markt zu veröffentlichen. Sikonomie konkretisiert diese Zahl. Und das haben wir am 13. Mai gemacht. Das wurde sehr gut aufgenommen von den Analysten, weil die Analysten müssten alle deren Zahl erhöhen, weil sie waren ungefähr bei 270 Millionen. Zwei Tage später, am 15. Mai, haben wir die ganze Q2-Zahlen rausgebracht. Und Sie sehen hier die Zusammenfassung. Wir sind sehr stark gewachsen, 6,5%. Das ist eine Beschleunigung der Wachstum im Vergleich zu dem ersten Quartal. Im zweiten Quartal. Wir haben Marktanteil gewonnen in 8 von unseren 11 Ländern. Unsere Profitabilität hat sich sehr stark verbessert. Wir haben unser Adjusted EBIT um 26 Millionen gestiegen. Das heißt, wir sind auf 5 Millionen gelandet. Normalerweise im zweiten Quartal fahren wir EBIT-Verluste, aber dieses Mal haben wir ein positives EBIT rausgebracht. Und auch, was für uns wichtig ist, die Kundenzufriedenheit. Die Kundenzufriedenheit können wir messen unter einem Ratio, das heißt NPS, das heißt Net Promoter Score. Das heißt, die Kunden werden oft gefragt, was sie von Mediamarkt halten und da bildet man einen Index.
Und unser Index steigt stetig. Wir sind jetzt bei 58, so wir haben plus 5 Punkte gemacht im zweiten Quartal, was auch gut ist. Und 58, falls Sie kein Gefühl haben, ist schon ein sehr hohes Level im Einzelhandel. So, drittes Quartal haben wir Umsatzwachstum beschleunigt. Wir haben unsere Profitabilität weiterhin verbessert und wir haben auch die Kundenzufriedenheit verbessert. Das heißt, wir sind für das Rest des Jahres zuversichtlich und deswegen fühlen wir uns ganz wohl mit unserem Wachstumsprognose und unserer EBIT zwischen 290 und 310 Millionen. So, ich denke, das war mein letztes Slide. Sie werden danach, wenn die Präsentation online sehen von SDK, im Anhang habe ich nochmal alle Details über die Zahlen gezeigt, aber ich denke, es wäre vielleicht netter, wenn wir jetzt in eine Diskussion einsteigen. Frau Caron, vielen Dank für die Präsentation und man kann nur sagen, Glückwunsch zu diesen tollen Zahlen. Und was wir als Aktionäre ja dann besonders gern sehen, Sie haben es angesprochen, der Aktienkurs hat sich ja wirklich verdoppelt, wenn man mal von März ausgeht, also innerhalb weniger Monate. Der Kapitalmarkt scheint das doch auch wirklich dann so aufgenommen zu haben. Also natürlich sehr erfreulicher Rückenwind und ich freue mich auch, dass wir jetzt schon eine Handvoll Fragen hier im Chat haben. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal rein. Vielleicht zu Beginn eine Verständnisfrage. Ein Teilnehmer fragt, wie definieren Sie Kundenkontakte? Die Kundenkontakt, das ist, wenn der Kunde bei uns im Store reinkommt, das wird gemessen. Es gibt Sensoren, die sehen, wie viele Leute rein und rauskommen. Und das gleiche digital ist das auch auf unserem Webstore. So wird das gemessen. Das Wichtigste bei sowas ist, dass am Endeffekt, es gibt verschiedene Art und Weise, Kundenkontakt zu messen, aber das Wichtigste ist, immer die Methodik zu behalten, sodass man das über die Zeit vergleichen kann. Eine Frage zur Guidance. Wie will der Vorstand die Guidance EBIT 300 Millionen plus minus 10 Millionen erreichen, da im letzten Geschäftsjahr Verluste gemacht wurden? Ich glaube, da haben Sie gerade auf der letzten Folie auch schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht, genau, können Sie es noch mal ein paar Worten aufgreifen. Wenn man guckt, was wir bis jetzt dieses Jahr geschafft haben, für das erste Halbjahr, wir haben ein EBIT, die EBIT gestiegen von ungefähr 40 Millionen. Das heißt, wenn man rausrechnet, was wir brauchen für das Rest des Jahres, so viel ist das auch nicht. Und ich denke, man sollte nicht mit der Vergangenheit vergleichen, weil es hängt davon ab, wie weit man zurückspult in der Vergangenheit. Aber man muss auch nicht vergessen, wir hatten Corona, in der Corona-Zeit, wir hatten viel Vorräte, online war sehr hoch, dann ist online runtergegangen. So, wir hatten ziemlich viele Bewegungen im Markt. Deswegen vergleichen wir mit 21, 22. Und ich sage so, wenn ein Vorstand sich entscheidet, Hälfte des Jahres die Guidance zu erhöhen, das heißt, es gibt schon ein bisschen Confidence dahinter, weil wir schon gesehen haben, was wir im ersten Halbjahr geleistet haben. Und nicht vergessen, diese neuen Geschäftsfelder, die ich da gezeigt habe, sie fangen schon uns zu unterstützen. Das merkt man, wenn Sie unsere Handelsspanne gucken. Sie merken, dass unsere Handelsspanne steigt, weil wir gucken einerseits auf die Produkthandelsspanne, das heißt, ob wir mehr Geld verdienen durch unsere Produkte. Das bedeutet nicht, dass wir die Preise erhöhen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir ein besseres Produktmix haben, dass wir mehr Produkt verkaufen mit höherer Marge zum Beispiel oder dass wir unsere Promotion besser managen, aber auch die Produkte wie Private Label, Marketplace, Retail Media Service und Solution sind höher, aber erweisen eine höhere Profitabilität als das normale Retail-Geschäft. Und man merkt, dass das ist noch klein innerhalb des Unternehmens, aber dieses Wachstum fängt trotzdem schon heute unsere Profitabilität zu schützen. Deswegen sind wir so optimistisch hinter den Guidance für dieses Jahr, dass wir das erreichen werden. Neue Geschäftsfelder, Sie haben es gerade auch noch mal erwähnt, da haben wir auch ein paar Fragen. Welche Ertragsanteile erzielen Power Services, Installation und Reparatur und dann auch die Nachhaltigkeitsdienstleistungen, Secondhand-Verkauf? Wie entwickeln sich diese Erträge? Wir geben
nicht die ganzen Details hinter Service und Solution, das gehört zu Service und Solution. Ich kann so viel verraten, dass heute der größte Teil ist gemacht durch Versicherungs- und Garantie. Das ist der größte Teil von Service und Solution. Aber die Punkte, die Sie jetzt ansprechen, Installation, Reparatur, aber auch Secondhand, da sehen wir ein sehr starkes Wachstum. Was auch wichtig für Secondhand-Produkte ist zu sehen, dass es ermöglicht uns auch Kundenverkehr zu bekommen, weil viele Leute sind mehr und mehr interessiert bei diesem Secondhand-Produkt und kommen dann in unserem Store, um das anzugucken. Und wer weiß, vielleicht verlassen sie den Store auch mit anderen Produkten. So, das ist profitabler per Definition, aber das ermöglicht uns auch den Kundenverkehr zu verbessern. So. Ich kann nicht den genauen Anteil sehen, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir da auch sehr gutes Wachstum sehen. Sportereignisse wird angesprochen. Sportereignisse im Q3, sicherlich ja. Ein Wink auch mit Blick auf die EM. Und die Frage eben, werden diese Sportereignisse auch dieses Quartal Q3 mit besseren Ergebnissen versorgen? So, erstens die gute Nachricht. Wir sind qualifiziert. Unsere 10 Länder, Luxemburg außen vor, alle die Länder, wo Mediamarkt Saturn vertreten ist, sind qualifiziert. So, das ganze Unternehmen ist jetzt so heiß dahinter, weil diese EM, das wird auch für uns spannend. Normalerweise sieht man, dass bei solchen Ereignissen die Consumer Elektronik sich belebt und man merkt das öfters bei dem Fernsehen. Bei dem Fernsehen, dass da ein paar die Möglichkeit nutzen, um dann größere Fernseher zu kaufen. Oder wir haben auch bei unserer eigenen Marke Peak ein sehr großer Fernseher, kabellos. Das heißt, Sie haben vielleicht unsere Werbung gesehen, wo Leute auf ein Dach oder auf dem Camping oder so Fernseher gucken oder im Wald. Es geht überall, weil das ist ein kabelloser Fernseher, was auch praktisch ist. So, ja. Kurzum, wir hoffen auch auf eine Belebung des Marktes mit Sportereignissen. Es gibt auch die Olympischen Spiele. Findet nicht in Deutschland statt, findet in Frankreich statt. Aber trotzdem, die EM sollte einen besseren Impact haben. Aber muss man auch sagen, das ist auch wichtig, dass Deutschland so lange dabei bleibt wie möglich, weil das hat auch einen Impact. Aber da haben wir keinen Einfluss. Das stimmt sicherlich. Ich glaube, das Finale schauen sich dann, wenn Deutschland dabei ist, auch Menschen an, die gar nicht so fußballbegeistert sind. Aber das zieht dann sicherlich schon vor die Fernseher, so ein Event. Ja, Sie haben die Länder angesprochen. Die Frage hier auch, wie haben sich die Marktanteile über die letzten Jahre entwickelt? Sie haben sich verbessert. Wenn man die letzten 3 Jahre guckt, wir haben unseren Marktanteil steigern können. Weil ich habe auch gesagt, und Sie können sich erinnern, der Markt ist sehr fragmentiert. Deutschland ist ein bisschen kompliziert. Der deutsche Markt Consumer Elektronik schrumpft immer noch. Wir hoffen auf eine Belebung auch durch die EM. Aber es gibt andere Player, die kleiner sind, weil Masse spielt auch eine Rolle im Einzelhandel, die mehr leiden als wir. Deswegen sind wir gut dabei. Und wenn man die letzten 3 Jahre guckt, wir haben Marktanteil gewonnen. Wo in den letzten Jahren auch viel gelitten wurde, also jetzt nicht nur Seconomy, sondern überhaupt, ist das Thema Lieferketten. Hier fragt ein Teilnehmer zu den Lieferanten, gibt es Schwierigkeiten mit asiatischen Herstellern? Gibt es Auswirkungen des erwarteten Zollkriegs mit China? Bis jetzt nicht. Wenn ich allgemein über Logistik gucke, das letzte Mal, wo wir Probleme hatten, das war ja bei Corona. Wo da viele Häfen waren zu, dann müssten wir viel früher bestellen. Wir haben die Vorräte aufgebaut. Das war sehr spürbar. Danach das nächste Ereignis bei Logistik war und ist immer noch Rotes Meer, wo die Schiffe dann andere Route nehmen. Das dauert ein bisschen länger, aber da haben wir kein richtige oder extreme negative Wirkung im Unternehmen. Das ist kein richtiges Thema. Das haben wir auch gut im Griff. Für Themen Asien muss man gucken, wie er sich entwickelt. Bis jetzt haben wir nicht zu spüren. Aber es hängt davon ab, woher die Produkte kommen.
Weil zum Beispiel, wenn man weiße Ware guckt, diese Produkte kommen ob Sache aus Osteuropa. Das ist eher, wenn man zu dem Produkt wie Fernseher, Gaming und so, die direkt aus Asien kommen. Also da müssen wir beobachtet und bereit sein, wenn was passiert. Aber bis jetzt, kurzum zum Thema Logistik, haben wir keine speziellen Themen. Zwei weitere versierte Fragen, hier nicht im öffentlichen Bereich gestellt, sondern direkt an hier uns an als Moderatoren. Die erste Frage: Sollen die Betriebstypen wie auch in Österreich allein auf Mediamarkt umgestellt werden? Was meint er damit? Allein auf Mediamarkt gestellt werden? Gute Frage. Ich kann es jetzt auch nicht näher quantifizieren. Das Einzige, woran ich denken kann, ist eher in Deutschland mit Saturn. Aber da war die Frage Österreich, weil in Deutschland ist das einzige Land, wo wir zwei Marken haben, sonst sind wir überall Mediamarkt. Wenn es das Thema ist, von mehreren Marken auf eine Marke, es gibt keinen richtigen Plan dahinter. Wenn wir die Store renovieren, dann gucken wir, ob Mediamarkt oder Saturn besser passt. So, falls damit gemeint, aber sonst zum Thema Österreich, ich sehe nicht so genau, sollte vielleicht die Person das vielleicht ein bisschen mehr präzisieren, dann würde ich gern antworten. Genau, wir stellen es nochmal an, gerne die Einladung nochmal im Chat, das zu präzisieren. Die zweite Frage von dem Teilnehmer: Welche Effekte erwarten Sie von der Gravis-Schließung? Das war nicht so viele Store. Das heißt, in Deutschland, habe ich gesagt, ist die Hälfte unseres Umsatzes, wir haben 22 Milliarden, kann jeder rechnen. Gravis war, ich habe nicht mehr im Kopf, wie viel Store, aber sehr wenige. Das wird man nicht spüren. Wir sind zu groß, um richtig da was zu spüren. Der Umsatz wird sich verteilen auf alle, aber durch unsere Größe, das wird nicht so relevant sein. Amazon. Mhm. Ein Teilnehmer führt an, natürlich zu Recht auch, dass Amazon immer größer, immer beliebter wird. Und die Frage: Wie sieht Ihre Strategie aus, sich gegen Amazon zu behaupten? Gewinnen Sie aktuell relativ zum Amazon-Umsatz in Europa Marktanteile oder verlieren Sie Marktanteile? Nochmal hier auch die Frage. Mhm. Ich denke, wir müssen differenzieren pro Land. Und dann kann ich vielleicht nochmal zurückspulen auf dem Slide, wo man sieht, die verschiedenen Player. Hier. So, zwei Punkte. Amazon ist sehr, sehr stark. Und wie Sie auch wissen, Amazon International ist nicht so profitabel wie Amazon Amerika. Und Amazon verdient eher Geld durch sein Cloud-Geschäft und damit subventionieren sie deren Retail-Geschäft, das ist deren gutes Recht. Und bei Amazon, man weiß, dass mehr als 50% des Umsatzes ist die Marketplace. Und Amazon ist sehr, sehr stark in Retail-Media. Das heißt, wie Sie auch bemerkt haben, durch die Geschäftsfelder, die ich angesprochen habe, wir kommen auch auf diese Spielwiese mit unsere Retail-Media mit einem anderen Blickfeld, weil da können wir uns mit diesem Geschäftsfeld gegen Amazon behaupten, weil wir sind die Einzige, die Omnichannel, Consumer-Elektronik, Kunden offline, online verhalten, an die Industrie verkaufen können. Amazon ist nur online. Marketplace, klar, die Marketplace von Amazon ist auch sehr groß, aber ich denke, viele spezielle Industrieleute sind auch sehr interessiert, nur auf Consumer-Elektronik-Plattform zu sein. Da sind wir. Und dann, wenn es geht um die Produkte, unser Ziel ist immer, es geht um Thema Pricing, wir machen immer eine Selektion von den 1000 oder ein bisschen mehr als 1000 wichtige Produkte und da passen wir auf, dass wir nicht so weit von Amazon sind. So, Amazon ist ein ernster Wettbewerber, das ist uns klar. Und unsere Strategie ist, wir können uns nicht erlauben, sehr, sehr weit von dem zu sein. So, wir können mit Amazon leben, wir leben seit langem mit Amazon. Und wenn Amazon ist Nummer zwei, so wie in Deutschland, dann passen wir sehr, sehr stark auf. Wie Sie merken auch, zum Beispiel in Italien, Sie sehen Amazon den Top 3 nicht. Sie sehen das in Spanien, da bist du nur Nummer 3. Ungarn sehen Sie das nicht.
Während Polen, Belgien sieht man das nicht, da sieht man eher Coolblue. Sie merkt die alle anderen Länder, dann kommst du wieder in Österreich. So, da haben Sie schon einen Teil der Antwort. Amazon ist auch nicht so gleich Tag, hängt davon ab von dem Land. Und deswegen, unsere Wettbewerb sind nicht immer die gleiche. Wir kämpfen immer bei dem Top 3, 1 oder 2. Und die Strategie wird von dem Land abhängen, wer ist Nummer 2. So, wenn ist Amazon Nummer 2, wie in Österreich oder in Deutschland, da passen wir sehr auf. Die Strategie, wie ich gesagt habe, ist richtig bei dieser Anzahl von, was wir nehmen, diese Key Visible Items, die Produkte, wo wir sehen, der Kunden ist sehr preisfokussiert. Da passen wir auf. Wo wir versuchen, auch was anders anzubieten, ist der Fakt, dass wir die Beratung und die Stores auch einknüpfen. Das heißt, der Kunden fängt oft seine Shoppingreise online, aber der endet das auch im Store. Und er will auch die Beratung haben, er will auch die Installation haben, er will die Möglichkeit haben, mit jemandem zu sprechen. Und wir versuchen auch, uns zu differenzieren von den pure Online-Player, nicht nur Amazon, um zu sagen, okay, bei uns, wir sind Bricks und Mortar, offline und online macht keinen Unterschied und wir können eine andere Shopping-Experience auch anbieten als nur die reine Online-Retailer. Also das ist ein bisschen die verschiedene Ebene, wo wir versuchen, da ein bisschen anders zu sein, was anders anzubieten. Und ob wir Marktanteil gewonnen haben oder nicht, da merken Sie in Deutschland schon. Und da es gibt da kein Land in unserem Länder, die ich da auf dem Slide zeige, wo Amazon ist vor uns in Consumer Electronics. Vielen Dank, sehr interessant, kleine Wettbewerbsanalyse. Vielleicht darf ich auch noch mal eine Frage einschieben hier mit der Folie, weil ich das auch spannend finde. Italien, Frankreich, ist man da denn weit sozusagen auf dem zweiten Platz oder besteht da auch die Möglichkeit oder zeichnet sich vielleicht sogar ab, dass man da auch Platzhirsch werden kann in den nächsten Jahren? Wir arbeiten immer dran. Die Premise ist immer ein relatives Spiel, so dass wir davon abhängen. Wenn man sich Italien konzentriert, das andere ist nicht Frankreich, weil wir sind nicht in Frankreich. Aber wenn man sich auf Italien konzentriert, der italienische Markt ist ein komplizierter Markt. Das ist ein Markt im Consumer-Elektronik, der schrumpft ziemlich stark, weil als Erinnerung, die Regierung hatte letztes Jahr Subventionen an den Kunden gegeben, sodass sie die Fernseher von analog auf digital switchen. Und klar, der Markt ist total explodiert und jetzt der Markt schrumpft, so wir kämpfen. Aber wir sind, Unieuro ist noch größer als wir. Unieuro führt eher die Strategie, durch M&A groß zu werden. So, das ist unser Ziel, 1 oder 2. Man hat trotzdem bemerkt, man kann auch als Nummer 2 gut leben. So, das ist nicht so Nummer 1 auf allem Preis, sonst Nummer 2 schafft das nicht. 1 und 2 geht das auch. Vielen Dank und ich muss gerade zur EM wohl noch mal ein bisschen hier Flagge Nachhilfe an der Stelle nehmen. So, der Teilnehmer hat konkretisiert seine Frage. Es geht tatsächlich um die Marke. Also die Frage, warum halten Sie allein in Deutschland an einer Zwei-Marken-Strategie fest? Genau, das habe ich mir gedacht. Genau, so. Das ist historisch bedingt. Klar, in den anderen Ländern hatten wir ein paar Länder, die zwei Marken, dann ist Saturn weggegangen. In Deutschland, wir haben ein bisschen weniger als 100 Saturn-Store. Da wir die Strategie haben, die Store zu renovieren, dann gucken wir, ob wir bei Saturn bleiben oder bei Mediamarkt. Und das hängt vom Store zu Store. So, es gibt keine richtige Strategie, Saturn wegzumachen. Was Sie trotzdem bemerkt haben, ist, dass wir kommunizieren zusammen. Sie haben die Werbung gesehen mit Rot und Blau zusammen. Sie merken auch im Fernsehen, das ist immer Mediamarkt Saturn. Und was Sie nicht sehen, aber was ich gerne erzählen kann, ist, dass alles im Backoffice, das ist eins. Das heißt, Einkauf, IT, ist alles ein Unternehmen. Das ist nur eins. Und nur, es gibt diese Spalt in Deutschland durch diese zwei Marken, aber wir haben alles zusammengeführt, was wir zusammenführen könnten. Deswegen, wir haben schon sehr viele Synergien erzielen können. So, man wird sehen über die Zeit, wie Saturn sich entwickelt. Aber es gibt keinen offiziellen Plan, diese Zwei-Marken-Strategie zu ändern. Und auch als Erinnerung, die Lage von den Stores ist oft anders. Saturn ist eher in der Stadt
Und Mediamarkt ist eher außerhalb der Stadt heutzutage. Thema Immobilien wird hier nochmal angesprochen von einem Teilnehmer. Mietimmobilien oder eigene Immobilien? Ich nehme an, die Frage, wie da so die Mischung ist und welche, genau, Geschäftspolitik Allgemeinsökonomie hier verfolgt. Einfache Antwort, wir besitzen nichts. So, wir mieten alles. Das war immer die Strategie des Unternehmens, Asset-Light-Modell zu haben. Deswegen, wenn Sie unsere Finanzschulden gucken, Sie werden merken, wir haben keine Bankschulden. Wir haben Hauptsache diese Mietverpflichtung, die man jetzt bilanzieren muss in Bilanz, und das kommt in die Nettoverschuldung. Und wir haben eine Anleihe am Markt. So die Strategie war immer Miete. Klar, es gibt, wenn die Frage danach kommt, Inflation, ja klar, es gibt Kostinflation, Personalkosten und auch Miete. Aber unsere Mietdauer im Durchschnitt ist ziemlich kurz. Das ist unter 3 Jahre und das wird immer kürzer. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, dann die Miete neu zu verhandeln, und wir sind ziemlich gut, um da die Kostinflation ziemlich zu limitieren. Und damit haben sich auch weitere Fragen abgeräumt, schon halb zumindest, bezüglich dem Thema Nettoverschuldung. Ich kann mich noch erinnern, das hat man, glaube ich, auch in der letzten Unternehmenspräsentation, wo ein Teilnehmer sogar gesagt hat, hey, man ist da immer so abgeschreckt bei Seconomy, aber Sie haben es erklärt. Ja, wir sind Net Debt to EBITDA 1,9. Ist besser. Wir sind besser geworden. Und der Großteil davon ist, wie gesagt, die Mietverpflichtungen. Genau, Großteil Mietverpflichtungen. Und weil Sie es angesprochen haben, da fragt auch nochmal ein Teilnehmer detailliert nach, welche Zielgröße, Sie haben gesagt aktuell 1,9, welche Zielgröße ist hier anvisiert? Wir haben keine Target genannt, aber wenn Sie unsere CMD-Präsentation und auch unsere Quartalpräsentation, wir haben eine Grenze, eine rote Linie gezogen, und wir haben gesagt, wir wollen auf keinen Fall 2,5 Mal eine Debt to EBITDA. So, das heißt, wir haben kein Ziel nach unten. Wir haben gesagt, da oben wollen wir nicht. Dann hat man ja ein ganz gutes Puffer, gerade zu der roten Linie. Eine Frage will ich aber nicht unterschlagen, die war noch rangehängt, hier auch an die Nettoverschuldung-Thematik. Ob es grundsätzlich auch Überlegungen gibt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, weil der Aktienkurs ja jetzt auch so stark relativ gesehen angestiegen ist? Ich gebe gern die Frage an meinen Vorstand weiter. Ob Sie das vorhaben, das weiß ich nicht. Nur behalten Sie auch im Kopf unsere Aktionärstruktur. Wir sind sehr familienlastig. Unsere Großfamilie ist die Familie Kellerhals hinter Convergenta. Sie haben 29,2%. So, ich denke, Sie müssen auch mitziehen. Aber klar, einerseits kann ich die Frage verstehen, weil der Kurs ist da gestiegen. Andererseits muss man auch die Zeitbetrachtung ziehen. Und wir reden über trotzdem einen kurzen Zeitraum. Also ich denke, die erste Idee wäre, dass die Aktien sich stabilisiert, da wo sie ist. Und dann vielleicht wird das irgendwann mal eine Frage oder nicht. Da ist nicht entschieden, und das haben wir bis jetzt nicht vor. Da hatte ich auch schon ein wenig den Beisatz relativ gesehen, weil klar, wir kommen ja auch selbst 2021, 2022 auch von anderen Kursniveaus aus. Ja. Ein Vorschlag von einem Teilnehmer. Vorschlag, er schreibt, Power Services und Nachhaltigkeitsdienstleistungen in den Status eines Geschäftsfelds heben. Ja, und der Vorschlag ist gut. Wir wollen nicht diese Service und Solution, wo alles dahinter ist, auseinanderklammern. Dann wird es ein bisschen kompliziert, weil, wie Sie sehen, ich gehe wieder auf die Folie, wir haben viele Sachen drin. Was wir trotzdem aber machen zum Thema Nachhaltigkeit, ist, dass über Nachhaltigkeit, der Punkt von Nachhaltigkeit ist, dass das ist ein Geschäftsfeld, ja und nein, weil Nachhaltigkeit, das geht querbeet durchs Unternehmen. Das heißt, aus Sicht der Kunden, sie werden Nachhaltigkeit merken durch diese Energieeffizienzprodukt, durch diese Repair, durch die Second-Hand-Produkt. Aber in Nachhaltigkeit steht auch,
die CO2-Emissionen, Scope 1, 2 und 3. Und das ist auch Verwertungsunternehmen. Das heißt, wir müssten auch nochmal Nachhaltigkeit selbst zerstückeln und das wird ein bisschen kompliziert. Was wir machen aber, wir versuchen jedes Mal, wenn wir die Quartalpräsentation machen, an sich zu geben, über wie viele Betterware-Produkte wir verkauft haben. Das ist Produkt, wo wir ein eigenes Siegel drauf haben, dass bestimmte Sustainability-Kriterien erfüllt werden. Das versuchen wir auch preiszugeben. Aber Sustainability in dem Geschäftsfeld spielt eine große Rolle, klar, bei Service und Solution. Power Service auch. Wie Sie sehen, das ist ein Teil davon. Aber wir würden ungern anfangen, das auseinander zu klammern, weil, wenn Sie nochmal, und ich gehe hier, muss man trotzdem nicht vergessen, dass wir am Markt sind mit schon sehr, sehr detailliert. Wir machen uns ziemlich nackt, wenn ich das sagen darf, wenn Sie gucken, wie viel KPI wir haben mit Zahlen. Und auch, wir geben eine G&V-Struktur für 25, 26. So, ich denke, wir sind schon sehr, sehr transparent unterwegs. So, wir würden ungern nochmal einen Schritt weitergehen und bestimmte Geschäftsfelder auseinanderklammern. Ich denke, das kann man sagen. Also ich fand es auch heute sehr transparent, auch das Strategie-Update mit diesen einzelnen wirklich Aufsplittungen. Aber ja, eine gute Anregung, guter Vorschlag. Vielen Dank auch an den Teilnehmer. Er fragt auch noch, ob wir noch an französischen Konkurrenten, Wettbewerber Fenix-Darty beteiligt sind und inwiefern Fenix-Darty ein Konkurrent für uns ist in Frankreich. So, ja, man merkt auf die Seite 3, da habe ich wieder ich zeige die wieder. Wir haben eine Beteiligung immer noch auf Fenix-Darty, das hat sich nicht geändert. Wir haben ungefähr 24%. Ist das ein Wettbewerb? Jein. Hauptmarkt für Fnac-Darty ist Frankreich. Wir sind nicht mehr in Frankreich. Wir waren früher, wir sind nicht mehr. Wir treffen uns in Spanien. Wir sind viel größer als die. Wir treffen uns auch in Belgien. Wie Sie da sehen, Fnac-Darty ist Nummer 2. Aber dann, das war's. Und wir waren in Portugal. Und wir haben letztes Jahr, ich wollte nicht mehr darüber reden, weil es für uns Kapital ist abgeschlossen, aber wir haben letztes Jahr Portugal an Fnac-Darty verkauft, weil da waren wir sehr weit von 1, 2, 3 und sie kam mit ein gutes Angebot, dann haben wir gesagt, ja, gerne. Das heißt, wir sind an dem beteiligt. Das wurde von dem ehemaligen Management, die Beteiligung wurde dann in der Vergangenheit genommen, wir behalten die. Aus dem simplen Grund, dass wir können Exchange of Best Practice machen, weil unsere Core-Märkte sind schon anders. Und zweitens, es ist kein Thema jetzt, aber wir bekommen oft von institutionellen Investoren die Frage, wann oder ob der Markt konsolidieren kann. Weil ich am Anfang gesagt habe, wir sind Nummer 1, zum Beispiel Deutschland mit Marktanteil leicht über 20%. Das ist nicht so viel, wenn man vergleicht mit die Supermärkte, wo die Top 3 60 wie 70%, wenn nicht 80% haben. Ja, weil der Markt ist sehr fragmentiert. Es gibt noch sehr viele unabhängige Geschäfte in all den Ländern, wo wir vertreten sind. So, was wir jetzt, wie wir überlegen zum Thema M&A und auch mache ich nochmal den Bogen zu Fnac-Darty, ist, dass erstens, wir denken, dass durch unsere Transformation, die Geschäftsfelder und auch alles, was im Backoffice passiert, zum IT und Logistik, wir können am meisten Shareholder Value generieren und das wird sich widerspiegeln in diese 500 Millionen EBIT für 25, 26. So, ich denke, da ist richtig unser Fokus. Zum Thema M&A-Konsolidierung, wir gucken, weil der Markt ist sehr fragmentiert und wir kaufen hin und da Kette, die pleite gehen. Die letzte war in Holland, die ist BCC. Und da haben wir ein paar Store gekauft und sehr schnell umgenannt zu Mediamarkt. Und so sehen wir Möglichkeit. Der nächste Schritt wäre zu einer großen Konsolidierung. Es gibt in Europa als große, es gibt Curry in UK, sie sind nur UK und Nordics. Die Nordics waren wir auch, sind wir nicht mehr in Schweden. Es gibt Fnac, Hauptsache Frankreich. Und es gibt Unieuro, die ist auch börsennotiert in Italien. Sonst muss man auf die andere Seite von der Atlantik mit Best Buy in Amerika, aber das ist komplett eine andere Geschichte. Ob irgendwann mal diese Unternehmen näher kommen werden? Vielleicht, vielleicht nicht.
weiß man nicht, ist das für uns jetzt ein Fokus? Nein, aber wir denken, wir fühlen uns wohler, eine Beteiligung an jemand zu haben, als andersrum. Das heißt, wir haben sozusagen einen Fuß in der Tür für die Zukunft, falls irgendwann mal was passiert oder nicht. So, wir halten an die Beteiligung fest, also die bezahlte Dividende, und dann gucken wir, was die Zukunft zeigen wird. Vielen Dank. Vielen Dank an alle. Wir sind durch eine Vielzahl von spannenden Fragen, Anregungen durch. Ich bin immer wieder begeistert über die vielen fundierten Fragen. Und jetzt flattert hier gerade noch eine rein in meinen ableitenden Worten. Und die nehmen wir natürlich auch noch mit. Welches ist die wichtigste Einzelmaßnahme zur Steigerung der Profitabilität? Kommt hier nochmal als Frage. Ich würde versuchen, so zu antworten. Ich gehe wieder auf mein G&V, so Gewinn- und Verlustrechnung. Wie Sie da sehen, das ist verkehrt rum. Gewinn- und Verlustrechnung fängt mit Umsatz. Bei uns, da fängt mit EBIT. Das bedeutet schon, dass der Umsatz wird nicht der Treiber der Profitabilität, aber die Änderung der Mix durch diese verschiedenen Geschäftsfelder. Und die einzelne Maßnahme auf G&V-Sicht ist die Verbesserung der Bruttomarge. Hinter dieser Verbesserung der Bruttomarge werden alle Geschäftsfelder dazu beitragen. Aber man kann sich so denken, wenn man das sieht, dass Service und Solution der größte Treiber sein wird. Und ich denke, das rundet es auch nochmal ab. Vielen Dank, Frau Caron. Ich denke, tolle Zahlen, eine tolle Entwicklung bei Seconomy. Der Aktienkurs honoriert es auch. Umso spannender natürlich auch immer solche Präsentationen, um auch ein bisschen nachzufragen, nachzulöchern, inwiefern das auch gerechtfertigt ist, dass der Aktienkurs so stark angeschrieben ist. Ein Teilnehmer hat auch hier nochmal eine spannende Frage, die wollen wir natürlich auch noch mit reinnehmen, bezüglich so ein bisschen, genau, Zukunftsgeschäft, Zukunftsthemen, Robotverkäufer in Läden. Ja, wann kommt das, fragt der Teilnehmer. Nicht morgen, würde ich sagen. Nicht morgen. Wir gucken alles, was um den Thema KI ist, weil dann diese Roboter sind auch KI gesteuert. Zum Thema KI, wir sehen innerhalb des Unternehmens andere Möglichkeiten für diese Roboter. Das heißt, um Prozess zu optimieren, oder wir nutzen auch KI für diese Chat-Roboter. Das heißt, wenn Sie auf die, Sie merken auch, wenn Sie auf Online-Store gehen, dann merken Sie, Sie haben diese Chatbot, das ist keine Person dahinter. So, es geht auch. Ob es soweit wird, im Store zu sein, kann ich nicht sagen. Ich denke, bis jetzt, was wir merken, ist, dass vielleicht sind die Roboter noch nicht so weit, aber persönlich, wenn ich mich die Mühe geben, ins Store zu gehen, dann möchte ich gern mit echten Menschen sprechen. Vielleicht wird dann Zeit, wo die Verkäufer ersetzt werden durch Roboter, aber ich denke, wir sind noch nicht so weit, dass diese Roboter so eine tolle Shopping-Experience geben können als unsere Mitarbeiter auf der Storefläche. Frau Caron, ich habe den Eindruck, die Teilnehmer wollen nicht, dass wir aufhören. Es kommen weitere, genau, es kommen weitere Fragen. Also ich glaube, Sie machen doch einiges richtig. Sie machen einiges richtig heute. Dividende. Dividende. Die nächsten 5 bis 10 Jahre aus. Ich habe eine gute und schlechte Nachricht. Ich fange mit der schlechten Nachricht. Wir dürfen kein Dividende ausschütten. Ganz einfach. Bis 25, 26. Warum? Weil wie Sie wissen oder jetzt erfahren werden, wir haben ziemlich viele Verlustvorträge, die wir nutzen können durch diese, durch den Fakt, dass wir die Struktur geändert haben und dass Seconomy besitzt jetzt 100% von Mediamarkt Saturn. Wir haben 1,2 Milliarden mindestens Verlustvorträge, die wir nutzen können, um für Deutschland, wirklich für die anderen Länder, für Deutschland. Das ist auch der Grund, warum, wenn Sie dieses Jahr unsere Forecast gucken, Sie werden merken, wir werden keine Steuer bezahlen dieses Jahr. Im Gegenteil, wir kriegen Geld zurück wegen dieser Verlustverträge. Und nächstes Jahr erwarten wir Steuerquote, aber auch nie sehr hoch, so niedrigere Steuer. Das führt dazu, dass es dann tatsächlich, weil es geht um Steuerrecht, um Handelsbilanz, dass wir ein Ausschüttungssperren haben bis 25, 26. Danach wird sich die Frage stellen, aber wir
wir setzen schon den Rahmen, um eine Dividendenpolitik auch zu haben, die auch gekoppelt wird an der Ergebnis pro Aktie. So, wir können leider nicht, und ich möchte auch sagen, wir können leider nicht jetzt, und das ist auch gut so, weil wie Sie bemerkt haben, wir haben so viel zu tun, denn ich denke, wir erzielen bessere Return und wir kreieren mehr Wert, wenn wir das Geld im Unternehmen weiter investieren, weil es gibt so viele Wachstum vor uns, dass die Return on Investment ist besser aufgehoben innerhalb des Unternehmens. Aber wenn man guckt, der Zeitraum, die Sie fragen, 5 bis 10 Jahre, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass man dann Dividende sieht. Das war doch noch eine wichtige Frage, eine wichtige Antwort. Also auch hier nochmal vielen Dank an den Teilnehmer. Vielen Dank an alle Teilnehmer für die vielen Fragen, für das Mitmachen. Frau Caron, ganz herzlichen Dank. Weiter viel Gelingen, gutes Gelingen. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Tschüss. Schönen Abend an alle. Auf Wiedersehen.